Hi Jungs, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und ihr habt mich diesmal ja gar nicht so wirklich was gefragt. Aber ich habe gesehen, dass das Thema Homosexualität und Schwulsein, Outing und sowas ziemlich viel Interesse bei euch weckt. Und da dachte ich mir, ich mache einfach nochmal ein Video. Und da das bei mir mit der Schulzeit schon ein bisschen her ist, habe ich mir gedacht, ich hole einfach mal einen dazu, der das gerade mitmacht oder durchmacht und lass den einfach mal ein bisschen erzählen. Ja, Dominik, dann komm nochmal dazu. So, hi Dominik, grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, steigen wir direkt ein. Du bist schwul. Das ist richtig, ja. Und du machst da auch überhaupt keinen Hehl draus irgendwie? Nein, ich bin vollkommen geoutet und das ist kein Geheimnis. Nee. Wie hast du für dich gemerkt, ich bin schwul? Ist ein langer Weg, aber so prinzipiell würde ich sagen, man sieht natürlich tagtäglich Heterosexuelle, ne? Ja. Junge küsst Mädchen, Mädchen küsst Junge. Wird einem ja auch so vorgelebt überall. Richtig, ne? Es wird einem vorgelebt, überall, ja. Im Film, in der Werbung, egal wo. Mhm. Und man merkt dann aber selber so, Moment mal, ich stelle mir eigentlich einen Jungen vor und kein Mädchen. Mhm. War das ein sehr, sehr komisches Gefühl? War das irgendwas Beklemmendes? Also hast du das als falsch irgendwie angesehen? Nee, also ich glaube, als falsch habe ich es nie angesehen. Aber es war natürlich schon komisch, wenn jeden Tag sich Jungs und Mädchen küssen, sich selber vorzustellen, ich küsse jetzt einen Jungen und vor allen Dingen auch natürlich, ich hab mich ja irgendwann noch in einen Jungen verliebt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ist ja nicht nur, dass man Sex miteinander hat, sondern tatsächlich auch Gefühle für den anderen entwickelt. Und irgendwann will man das ja dann auch anderen Leuten erzählen. Und da ist ja dann klar, das macht man dann wahrscheinlich schnell irgendwie in der Schule oder was? Oder in seinem Freundeskreis. Genau. Irgendwie, wie lief das bei dir? Ja, natürlich. Über die Schule hat man den größten Freundeskreis. Mhm. Und man pickt sich dann natürlich erstmal so Einzelpersonen raus, bespricht das mit denen und guckt so, wie die Resonanz ist. Wie war die Resonanz? Bei den Einzelgesprächen auf jeden Fall immer positiv. Ah, sehr gut, ja. Und dann irgendwann denkt man sich natürlich so, jetzt möchte ich aufhören mit diesem Theater spielen, dass ich hetero bin und sagt es dann öffentlich. Und da waren die Gefühle sozusagen gemischt bei meinen Mitschülern. Die einen haben es gut gefunden, die anderen weniger gut. Aber es waren dann doch deutlich die Mehrheit, die gesagt hat, das finde ich gut. Und da gab es auch keinen irgendwie, der richtig ausgebrochen ist, der dann irgendwie auch richtig Hasstiraden oder irgendwie sowas initiiert? Einen einzigen, aber den haben die anderen dann irgendwie in Schach halten können? Oder? Genau, der wurde in Schach gehalten. Okay. Ich glaube auch, dass wenn man den Mut hat und das einfach sagt, dass plötzlich viel, viel mehr positive Resonanz kommt, als wenn die Angst davor hat. Nicht mal Angst hattest du wahrscheinlich auch, oder das zu sagen? Sehr große. Also ja, ich muss ehrlich sagen, das war schon ein Akt mit mir selbst. Man riskiert ja seinen kompletten Freundeskreis. Absolut, ja, im ersten klar. Sinne. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann ist man erleichtert, dann ist man froh. Okay. Du hast gerade in der letzten Antwort hast du gesagt, dass du aufhörst, hetero zu spielen. Man versucht in dieses Muster, was man tagtäglich vorgelebt bekommt, versucht man sich reinzupressen. Klar, also immer wenn ich gefragt worden bin, also unter Jungs, ne, so hast du die und die schon gehabt oder wen findest du eigentlich geil, dann zwingt man sich so ein paar Namen über die Lippen und sowas und so ein paar Komplimente, aber so wirklich gefallen tut es einem nicht. Ne? Okay. Ja, Schüler, die eine Sache, ganz klar, aber in der Schule habe ich gehört und weiß ich auch noch von früher, dass da auch ein paar Lehrer rumlaufen. Wie haben die denn reagiert? Die einen haben das befürwortet, haben mich aber versucht in Watte zu hüllen, haben, ja, was kann ich denn noch alles machen und sowas. Ja. Andere haben tatsächlich richtige Abneigung gezeigt und so manchmal versteckten Kommentaren auch richtige Beleidigungen. Hast du das in den Noten mitgekriegt? Nein, in den Noten habe ich das nicht mitbekommen. Also wenigstens etwas. Wenigstens das und ich muss ehrlich sagen, da wäre ich natürlich gegen angegangen. Mhm. Wenn das ja klar, du hast dich auch nicht verändert. Du bist noch nach wie vor derselbe Typ, guckst bloß andere Pornos. Ne? Und von zum Beispiel. genau. Wie gesagt, man hat immer diese Ausreißer, aber mal am Anfang ist man natürlich verunsichert und schweigt und versucht das da rein, da raus. Aber nach einer Zeit fängt man an, souverän zu werden und kontert ganz gut die Sprüche. Das ist wichtig. Es ist gut, dass du es sagst, weil ich glaube nämlich auch, wenn man halt merkt, dass irgendwas mit einem anders ist als die große Norm irgendwie, da ist es, glaube ich, am besten, man akzeptiert das und fängt auch an, darüber zu lachen, beziehungsweise kann dann auch irgendwelche Sprüche machen oder super, so. Wie gehst du zum Beispiel damit um, und das ist ja auch so ein mega Unding derzeit noch in den Schulen, dass es dann immer heißt, das ist ein schwuler Test oder das Regal ist total schwul oder was ist denn das für ein schwules Fußballspiel oder sowas. Wie reagierst du mit solchen Sachen? Also ich greife jetzt mal ein erstes Beispiel auf, boah, was für ein schwuler Test. Ne? Ja, und sage ich dann zum Beispiel, was habe ich auf deinem Tisch zu liegen? Ne? Also einfach mitmachen wahrscheinlich auch. Mitmachen, ne? Dann sind die Leute automatisch still. Ja, genau. Weil sie merken, du gehst selber mit dem Thema total locker um irgendwie. Genau. Indirekte Beleidigungen, okay, da kann man irgendwie souverän mit umgehen und sowas. Ne? Das sind ja dann keine persönlichen Angriffe. Aber persönliche Angriffe, persönliche Beleidigungen und sowas sind ja wahrscheinlich auch irgendwie mal passiert. Wie reagiert man am besten, was meinst du, oder wie reagierst du mit solchen Situationen, wenn du angegriffen wirst?
also letztens war es zum Beispiel so, da bin ich einer Personengruppe begegnet, zusammen mit einem anderen Jungen, und die kamen halt auf uns zu und es war offensichtlich, dass wir beide schwul waren, und dann hieß es, hör, ihr Schwanzlutscher und sowas. Habe ich dann einfach gesagt, ja, gestern Nacht hat es dir noch gefallen und jetzt spuckst du solche Töne, ne? Auch sehr seltsam. Ja, und da war dann noch Ruhe im Schacht. Also, also du hast den Ball dann einfach zurückgespielt, irgendwie genau, hast du ihn selber genau, auch als genau, schwul genau. geoutet. Und wie ist das dann auseinandergegangen? Gab es dann gleich Keilerei oder was? Nee, also das war ganz lustig, ne? Er müsste sich dann vor seinem Freundeskreis rechtfertigen. Ja, perfekt. Und wir sind einfach weitergegangen und hatten dann kein Problem mehr damit. Super geil. Genau so soll es doch laufen. Ne? Eigentlich schon, ja. Richtig. Also schlagfertig sein und echt Selbstbewusstsein zeigen irgendwie. Und dann, genau. Ja, ich glaube, wenn man es einfach selber akzeptiert und mit sich selbst im Reinen ist irgendwie. Und ich meine, wenn man dann richtig. Auch einen super Rückhalt hat irgendwie. Ne? Also wenn man merkt, dass die Mitschüler da cool drauf reagieren, dass die Lehrer cool drauf reagieren. Dann kann man auch wirklich erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen und muss sich da nichts gefallen lassen. Und wenn du dann natürlich noch so schlagfertig sein kannst wie du, dann ist natürlich die halbe Miete. Ich selbst hatte das ja in einem Video schon mal erklärt, dass man sich Homosexualität nicht aussucht, dass man halt schwul geboren wird. Das heißt, man kommt so auf die Welt, man ist entweder schwul, ja, oder bei den Mädels halt lesbisch, oder man ist heterosexuell. Was sagst du denn dazu, wenn Leute zu dir kommen und sagen, du bist doch selber schuld, du willst doch schwul sein? Als erstes sage ich dann meistens, also es gibt auch schwule Tiere, ne? Es gibt schwule Pferde, schwule Hasen, schwule Hamster. Tatsächlich habe ich im Biologiekurs meine Facharbeit über Homosexualität geschrieben, wie es denn dazu kommt. Ach, und Quatsch, okay, geil. Es gibt Studien, die halt eindeutig belegen, dass man sich das nicht aussucht, sondern dass es tatsächlich sehr, sehr stark durch die epigenetischen Vererbungen. Epigenetisch, versteht er. Ja, ganz schwierig, ist auf jeden Fall angeboren. Gut, gehen wir wieder einen Schritt zurück zum Outing. Ja. Also du bist jetzt geoutet. Jeder weiß es. Jeder. Und jeder, der fragt, der kriegt dann auch von dir eine ehrliche Antwort. Der kriegt eine ehrliche Antwort, genau. Okay. Fühlst du dich jetzt gut? Fühlst du dich jetzt schlecht, weil es jeder weiß? Oder? Also ich habe ja eben schon gesagt, dass das so ein Theaterspielen war. Ja. Man spielt etwas, was man gar nicht ist, und zwar wirklich sehr befreiend, vor allem mit der positiven Resonanz, die ich da bekommen habe. Unglaublich befreiend, unglaublich entlastend. Und wenn mich halt jemand fragt, hast du eine Freundin, nee, einen Freund, oh, ja. Ups, okay, ja. Also du bist total frei und... Genau, endlich. Ja, geil, endlich. Ne? Jetzt lief dein Outing ja extrem gut. Du hast sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ne? Also keiner kam irgendwie dir blöd. Hast du noch einen anderen Tipp, was schwule Jugendliche, also wenn jemand jetzt merkt, ich glaube, ich bin auch schwul, ich weiß aber überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll, und ich traue mich einfach nicht, das zu sagen, weil ich glaube, dass die alle doof reagieren würden. Hättest du noch einen Tipp, was man machen kann? Ja, das Internet. Also... ganz klar im Internet recherchieren. Es gibt Seiten wie die Coming Out Help, DBNA, die Jungs fragen. Es gibt die Seiten der AIDS-Hilfe. Was ich aber auch sehr empfehlen kann, sind Jugendzentren, sozusagen schwule Jugendzentren. Also ich habe mal einfach so drauf losgegoogelt, so von wegen, was gibt es denn so für Schwulengruppen eventuell in meiner Stadt, und die AIDS-Hilfe bei uns bietet das an, und habe mich dann an die gewandt und habe dann auch das erste Mal gesehen, Moment, es gibt dann noch andere, die so denken wie ich, und kann ich erstens so sein, wie ich bin, und zweitens auch, die sind meistens alle schon geoutet, die haben meistens sehr viel Erfahrung, und da kann man dann als Neuling hinkommen und sagen, wie ist das denn jetzt so mit dem Outing? Habt ihr gemerkt, was er gesagt hat? Er hat gesagt, da sind noch ganz viele andere Schwule, also ihr seid definitiv nicht allein. Just in diesem Moment, wo ihr euch gerade diese Gedanken macht, machen das noch ganz, ganz viele andere Jungs. Ihr seid definitiv nicht allein. Und wie der Dominik völlig richtig gesagt hat, schmeißt mal Google an. Also ich meine, ihr sitzt ja gerade auch vor dem Internet. Schmeißt Google an und gebt da einfach mal ein, schwule Jugendgruppe oder Jugendgruppe schwul, und dann den Stadtnamen oder die nächstgrößere Stadt. Manchmal muss man dann halt tatsächlich in die nächste Stadt fahren. Aber es gibt definitiv irgendein Angebot für euch, wo ihr hinfahren könnt, und da trefft ihr auf jeden Fall auf andere Schwule. Und dann könnt ihr euch mit dem mal treffen und dann quatscht ihr einfach mal drüber. Vielleicht hat der andere eben sein Outing schon hinter sich und dann erzählt er euch da mal was drüber. Traut's euch. Traut's euch. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz genau, traut's euch einfach. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Ich werde auf möglichst viel antworten. Dominik hat gerade gesagt, er wird auch auf vieles antworten. Das heißt, wenn ihr da gleich seinen Namen unten stehen seht, dann ist das wirklich er, mit dem ihr euch unterhaltet. Ja, und mehr fällt mir nicht ein. Deswegen liked das Video, abonniert die Jungsfragen. Tschüss. Tschüss. Richtig.